Servus, liebe YouTube-Freunde, nach erneut längerer Pause endlich mal wieder ein überfälliges Update. Es ist jetzt Mitte Mai, es ist Frühling in Kanada, auch in Ostkanada. Und was sich hier in den letzten Wochen und Monaten Neues getan hat bei uns, das erfahrt ihr jetzt in einem Update-Clip. Ja, was werdet ihr in diesem Clip erfahren? Ihr werdet unsere Hühner sehen, ihr werdet 55 Hühnerküken sehen, die wir geholt haben. Ihr werdet brütende Enten sehen. Genau. Und unser Greenhouse sehen und wie es da zurzeit aussieht. Riesensache für uns, jetzt dieses Jahr endlich das Greenhouse in Betrieb nehmen zu können und keine Ahnung, was mir sonst noch so einfällt an Aktuellem. Schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich. So, servus. Ja, wie im Intro schon gesagt, nach längerer Pause jetzt endlich mal wieder ein Update-Video, neues von uns. Und ich werde ab jetzt den Kanal wieder regelmäßig pflegen. Ich habe einfach mal ein paar Monate Pause gebraucht, eine Auszeit. Aber jetzt sind wir wieder zurück. So, ihr seht im Hintergrund einen Zaun. Ich stehe hier mitten in unserem, wo sind sie denn? In unserem Freiland-Hühnerstall. Ihr seht hier den großen Chicken Tractor hinter mir, da haben wir unsere Bresshühner untergebracht. Der Zaun ist elektrifiziert. Weniger, dass die Hühner rauskommen, den haben wir die Flügel gestutzt, die können nicht fliegen, aber vor allem um nachts die Füchse und Waschbären und eventuell auch Wiesel rauszuhalten. Der Zaun wird durch einen, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, also im Englisch ist das, was ihr da im Hintergrund am Boden stehen seht, ein Solar Fencer. Also ein Gerät, was über die Sonne aufgeladen wird und diesen Strom hier unter Strom setzt. Und das ist durchaus wirkungsvoll, um wie gesagt hier Raubzeug nachts vor allem draußen zu halten. Ihr seht das im Vordergrund hier über die Linse kriechen. Das Frühjahr ist auch nach Ostkanada inzwischen gekommen. Wir hatten gestern den ersten richtig warmen Tag, 24 Grad Sonne. Und ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Winter endgültig vorbei ist, sind eben auch, ihr seht das hier vor der Linse, die Blackflies. Das sind kleine, wie so Fruchtfliegen bei euch im Wohnzimmer auf der Obstschale, die allerdings beißen. Ist nicht angenehm, aber gut, das ist Kanada, man kann damit klarkommen. Die Blackfly-Season beginnt genau jetzt. Vor 3 Tagen ging das hier so los, bis Mitte Juli. Dann sind die Blackflies weg. Aber dann kommen Horseflies, Deerflies und Moskitos. Wie gesagt, das ist Kanada. Das ist hier so, kann man aber mit umgehen lernen. Gut, jetzt gehen wir mal rein in diesen Chicken Tractor, weil da ist eine Legebatterie drin, wo wir ab und zu dann reingehen jeden Tag und holen die Eier raus. Und das ist immer so ein kleiner Spannungs- und auch Glücksmoment, wenn man seine eigenen frischen Eier rausholt. Ihr seht, hier sitzt... Ja, Mädchen. Ja, Mädchen. Ja, mein Mädchen. Also hier sitzt eine Henne drin und legt gerade ein Ei. Und jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag so bringt. 1, 2, 3, 4 Eier. Das ist doch toll. Die nehmen wir jetzt raus und bringen sie zum Haus. Ja, sich hier jeden Tag frische Eier zu holen, das hört sich für euch vielleicht albern an, ein bisschen komisch. Genau wie ich das vor 3 Jahren, wäre das für mich eine Nicht-Nachricht oder ein Nicht-Event gewesen, sich halt ein frisches Ei rauszuholen, sich ein Ei zu machen. Aber hier, wenn du so lebst wie hier, jeden Morgen oder jeden Mittag, Abend, sich da die frisch gelegten Eier, also 3 der 4 Eier, die ich gerade geholt habe, die waren noch warm. Und das ist jeden Tag so ein kleines Glücksgefühl. Ist wirklich so. Das ist was Schönes, geht einem das Herz auf, außerdem schmeckt es sensationell gut. Jetzt zeige ich euch unsere 55 Meat Chicks, die wir vor einer Woche geholt haben. Das waren Tagesküken. Ihr erinnert euch vielleicht dran, die unserem Kanal öfter folgen. Ich habe, ja, das muss auch so letztes Jahr Ende Mai rum gewesen sein, April, Mai rum, einen Clip gemacht, wo wir
drei Wochen alte Fleischhühner aus Industrieproduktion geholt hatten. Die sahen übel aus, hatten kaum Federn und waren, es war nicht so toll. Da wir aber hier diese Hühner brauchen für unseren Fleischvorrat, sowohl für uns als auch für unsere Hunde, und nicht auf diese Mengen kommen mit den Hühnern, die wir hier haben, haben wir beschlossen, wir machen das dieses Jahr nochmal, aber komplett anders, indem wir halt Tagesküken holen, die wir hier von Anfang an aufziehen. Damit geht ein gewisses Risiko einher, weil die halt sehr anfällig sind. Gerade am Anfang und dann der Transport zu der Farmkooperative, dann zu uns hoch. Aber wir haben Glück gehabt, es haben bisher alle überlebt. Und wie das jetzt ausschaut, zeige ich euch. Wir haben die hier in unserem, hinter mir ist unser Heizungsraum. Da haben wir die jetzt aufgebaut, also ein Gehege gemacht. Das ist vielleicht 2x2 Meter, nicht ganz groß. Und da hängen hinten drei Heatlamps drin. Und dann so eine Wärmehenne, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das ist ein Wärmepolster, dieses Gelbe. Und da sitzen die Küken drunter, haben es ein bisschen schattig, dunkel, ja, wie halt so eine Mutterhenne. Und da sind drei Wärmelampen, zwei so Wassereinheiten drin, einmal, zweimal und drei Futter, so kleine Futterstellen für die Küken. Und ja, so sieht das hier aus. 55 Stück, die wir jetzt für weitere 10 Wochen hier füttern und dann werden die geschlachtet. Ein Teil wird gewolft und dient dann als Hundefutter und ein Teil kommt, so wie es ist, in die Gefriertruhe als Hühnchen für uns. So, und das werden wir zweimal machen. Also das ist jetzt der erste Lauf. Der zweite Lauf kommt dann irgendwann im Sommer, Juli, August. Und dann haben wir, denke ich, einen wesentlichen Beitrag zur eigenen, aber auch zur Fleischversorgung für unsere Hunde. Als kurze Anmerkung übrigens, es gibt einen Auswandererkanal, der betrieben wird von einem jungen Schweizer, Auswandern weltweit. Der Franz macht diesen Kanal, der hat mich im Winter irgendwann mal angefunkt, ob ich für ein Kanada-Update ihm ein paar Fragen beantworte, weil wir ja nun hier leben und das Auswandererleben hier aus buchstäblich erster Hand erleben und durchleben. Das ist ein sehr gut gemachter Kanal, sowohl inhaltlich sehr seriös und informativ als auch technisch macht er das richtig gut. Und ich habe mich gerne bereit erklärt, ihm da ein paar Fragen zu beantworten. Ich verlinke den Beitrag unten. Schaut euch den gerne mal an, weil das aktuelle Informationen enthält zum Thema Auswandern nach Kanada und eben auch O-Töne zu dem Thema von mir. So, hier seht ihr einen Chicken Tractor, einen kleinen. Hier drüben nochmal einen und da sitzen zwei Enten drin und brüten inzwischen, sitzen auf ihren Gelegen. Und hier sitzt, das zeige ich euch jetzt mal, seht ihr das? Da hinten sitzt eine unserer vier Entenmädchen und brüten und die ist schon sehr weit, also wir erwarten in den nächsten Tagen, heute ist Freitag, und wir erwarten innerhalb der nächsten Woche, erwarten wir eigentlich jetzt täglich die ersten Entenküken der Saison. So, und das ist immer ganz gut zu sehen. Die fangen dann an, sich so ein Nest zu bauen und legen dann Ei um Ei um Ei. Und fangen dann irgendwann an, das Nest mit eigenen Daunen auszupolstern, die sie sich ausreißen. Und dann das Nest auszupolstern damit und dann weißt du genau, also wenn dann die Daunen anfangen da rumzuliegen, die weißen, dann ist der Beginn der Brutphase. Und wie gesagt, die Lady hier ist jetzt schon 3 Wochen knapp unterwegs und wir rechnen täglich mit Entenküken, die ihr dann im nächsten Video, spätestens übernächsten Video sehen werdet. Wichtig ist, auch das haben wir gelernt, dass wir diese Chicken Tractors, sobald die Enten sich wirklich niedertun und anfangen zu brüten, dass wir die geschlossen halten. Ansonsten gehen da die Hühner rein und wollen ihre Eier da auch noch dazulegen. Oder der Enterich kommt und will die Enten begatten und das stört dann diese Brutruhe, die die Mädels brauchen. Deshalb ist es am besten, diesen Chicken Tractor komplett zuzumachen.
Wir haben die Seiten aufgemacht, der ist also gut ventiliert, auch bei warmem Wetter kommt da frische Luft rein. Die haben Futter, die haben Wasser und haben ihre Ruhe und können das tun, was Mamis halt dann tun in der Phase, nämlich in Ruhe sich auf ihren Nachwuchs konzentrieren. Oh, und die Blackflies sind arg heute. So, hier seht ihr unser Gewächshaus, was ihr schon aus den letzten Clips im Rohbau gesehen habt. Wir haben da jetzt Pferdemist reingebracht, darauf Komposterde und haben angefangen zu pflanzen. Und Uta pflanzt hier gerade neue Setzlinge aus. Uta, was machst du gerade? Ich topfe gerade die Tomaten um, weil die jetzt schon zu groß sind und die kommen jetzt in so Plastikbecher. Bis sie ein bisschen größer sind und dann kommen, werden sie hier eingepflanzt. Genau. So, was ihr hier seht, sind unsere ersten Salate. Wir essen also jetzt schon unseren ersten Salat. Das, was da an diesen Gittern hochrankt, sind Erbsen, Uta, richtig? Ja, das sind hier Erbsen. Das ist Pflücksalat. Dann habe ich dazwischen jetzt, weil ich gesehen habe, ein paar Knoblauchsachen, die ich letztes Jahr eingepflanzt habe, sind nichts geworden. Sind jetzt aber durchgetrieben, das habe ich jetzt getrennt, habe das dazwischen gemacht. Hier sind auch nochmal Erbsen, das sind Blumen, wo man die Blüten essen kann, aber wie man sieht, essen wir es nicht im Moment. Da ist noch ein Kräuterding. Das sind so Gewürzgeschichten, die wir geschenkt bekommen haben, keine Ahnung, wie die heißen. Bohnen und Gurken. Und das da ist Franks Lieblingsprojekt. Ja, das ist meine Lieblingspflanze. Also ihr seht schon, wenn man da näher hinkommt, um was es sich handelt. Das ist wohlgemerkt medizinisches, Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, medizinisches Marihuana. Da haben wir 1, 2, 3 und hier 4, 5 Pflanzen geschenkt bekommen. Die werden mannshohe Stauden. Und da schneidet man, wenn die ein bisschen weiter sind, schneiden wir da die Blätter ab, schneiden die klein und die kommen mit in den Salat und sind angeblich sehr, sehr gut für die Gesundheit. Das Problem, was wir hier drin haben, ihr seht das, wenn ich hier mal reinschwenke, hier wachsen also nicht nur die Pflanzen, die man wachsen sehen will, sondern das Grüne, was ihr da hin seht, ist alles Unkraut. Das wird regelmäßig umgehakt und wieder eingearbeitet. Am besten ist es, man packt da Pflanzfolie hin und macht dann in die Pflanzfolie Löcher, sodass dann da nur das rauskommt, was man haben will. Das werden wir in der nächsten Zeit bestimmt auch machen. So, also wir haben demnächst Strom hier drin. Wir haben jetzt schon Wasser hier drin, was ganz wichtig ist, weil du dich da mit der Gießkanne natürlich zu Tode schleppst. Was wir aber auch machen werden, ist, dass wir hier von unserem rechts und links neben unseren Firewood-Shed stellen wir jeweils so ein von diesen weißen Tanks in, die ihr hier seht. Die werden dann aufgebockt und fangen das Regenwasser auf und von dort pumpen wir dann das Regenwasser in unser direkt daneben stehendes Greenhouse und wässern die Pflanzen damit, weil das noch besser ist als das Wasser aus unserem Brunnen, was wir hier ansonsten hernehmen. Ja, ansonsten das ist das, was sich hier jetzt in den letzten Wochen getan hat. Hier das Dach von unserem Holzschuppen, das ist, die Schindeln sind alt, kaputt, porös. Das muss im Laufe des Sommers gedeckt werden. Das mache ich mit Hilfe von einem Freund selber, nicht zuletzt um Kosten zu sparen. Ansonsten genießen wir die Zeit hier gerade sehr. Wir sind jetzt am 28. Mai, sind wir 3 Jahre in Kanada. Und jetzt ist so die Phase, wo wir hier eigentlich so richtig ankommen. Nach 3 Jahren. Wir merken, ob das jetzt der Umgang mit technischem Gerät ist, dem Traktor und den diversen Anbauteilen, ob das der Umgang mit unseren Tieren ist, ob das die Schweine sind, ob das hier das gefiederte Volk ist, was ihr in dem Beitrag gesehen habt. Da fällt mir ein, während ich rede, zeige ich euch den Hasenstall, der demnächst fertig wird. Wir haben das jetzt alles im Griff. Wir können das hier so weit, so gut. Kein Grund zu glauben, man ist wer, weil die nächste Katastrophe wartet bestimmt schon um die Ecke.
Also irgendwas ist hier draußen immer. Aber wir können dieses Leben jetzt. Wir haben dieses sehr, sehr große Pferd, was wir hier vor 3 Jahren bestiegen haben, haben wir, denke ich, für unsere Verhältnisse jetzt sehr gut im Griff. Und das macht Spaß. Das macht einen auch irgendwo stolz. Nicht hochmütig oder übermütig, aber stolz, zufrieden. Und manchmal, wenn man dann seine eigenen Hühnereier erntet, zum Beispiel, auch glücklich. So, ihr seht hier hinter unserem Firewood-Shed, also Feuerholzschuppen, seht ihr hier eine Batterie von Hasenställen, die ich zu einem Spottpreis von einem Züchter erworben habe, der sich davon trennen wollte. Da kommen dann die Hasen rein. Ihr seht da an dem Boden so Metallhülsen als Anker für ein Dach, was wir da drüber bauen. Das wird ein einfaches, aber robustes Dach. Und dann züchten wir hier auch noch Hasen und haben damit sehr günstig, eigentlich kostenfrei, in dem Fall sogar kostenfrei, weil wir müssen nicht mal irgendein Kraftfutter kaufen, denn wir haben hier jede Menge Gras, wie ihr im Hintergrund seht. Und dieses Gras wird dann abgemäht und an die Hasen verfüttert. Zusätzlich kaufe ich vielleicht noch ein bisschen frisches Heu irgendwo, aber da können wir hier quasi kostenfrei unser eigenes Hasenfleisch auch noch machen, sowohl für uns als auch die Hunde. Und das Leben ist soweit gut. Genau. Also, das war's. Kurzes Update. Ab jetzt wieder regelmäßig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, gerne auch kommentieren. Wie gesagt, schaut euch den Clip vom Franz an, den ich unten verlinke. Schaut euch auch andere Clips von diesem Kanal an, der, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht ist. Deshalb habe ich da auch gerne mitgemacht. Und in diesem Sinne, liebe Grüße und alles Gute euch. Und ja, Grüße out of Cape Breton Island, zurück in die Heimat. Servus, bis bald. Ciao, ciao.